trotzdem beginnen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den ZFC Meusewitz am Sonntag um 13.30 Uhr. Erster gegen Fünfter heißt es dann. Cheftrainer Platz genommen, wird sicherlich die personelle Lage erstmal darlegen und danach Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, guten Tag. Förster ist ja klar, ist noch im Spiel gesperrt. Matovila wird nicht spielen können, hat Probleme mit der Hüfte. Der Ansatz ist entzündet aus dem Spiel noch gegen VfB Stuttgart. Ist intensive Reha gemacht worden mit der Hoffnung, dass es dann vielleicht zu diesem Spiel funktionieren würde, aber keine Chance. Wird auch im nächsten Pokalspiel nicht zur Verfügung stehen, ist jetzt einschließlich bis zum 3.9. krankgeschrieben. Aus dem Pokalspiel vom Mittwoch kommt Paul Germann dazu. Ist umgeknickt, hat dann noch versucht, dann hat der Fuß, ist dick geworden. Es waren schon Untersuchungen, aber noch nicht so abschließend, dass man sagen kann, wie lange er ausfällt oder ob jetzt nur dann fürs Wochenende, auf jeden Fall steht am Wochenende nicht zur Verfügung. Weitere Untersuchungen am Montag, wahrscheinlich auch mit dem MRT. Papa Dimitrios hat einen Pferdekuss bekommen, er konnte gestern nicht trainieren. Lasse Schlüter ist mit einem grippalen Infekt außer Gefecht, hat am Dienstag, Mittwoch nicht trainiert, gestern locker gelaufen. Da ist auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, dass es für Sonntag reichen wird. Damit ist dann auch, wie Sie wissen, der Kader schon sehr, sehr begrenzt. Der haushohe Favorit, der dann aus den Vollen schöpft, aus dem 30-Mann-Kader. Müssen wir gucken. Deswegen zu einer Aufstellung für Sonntag ist relativ kompliziert, schwierig. Wenn Schlüter nicht spielen kann, was machen wir dann? Matovila fällt aus. Dimitrios mit einem Pferdekuss. Also wie gesagt, es gibt mehrere offene Fragen und deswegen kann ich auch da auf eine mögliche Aufstellung überhaupt nicht eingehen. Genau. Aber nichtsdestotrotz, obwohl jetzt alle Time ist natürlich gute Stimmung, 4 Spiele, 4 Siege, kaum Gegentore. Merkt man das auch in der Mannschaft, dass die merkt, so die Serie soll jetzt halten, wir machen weiter und also dass da richtig schön Dampf dahinter ist sozusagen, oder? Also ich gehe davon aus, dass die Serie ja sowieso beim Heimspiel halten soll. Also, ich merke da jetzt nicht so eine, also schon Zufriedenheit und auch Zuversicht, aber es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag jetzt da Putzelbäume geschlagen werden. Stellen Sie mal vor, wir würden, hätten die Ergebnisse nicht geliefert, wo wir dran drüber reden würden. Das ist der Verdienst der harten Arbeit, was die Jungs dann jeden Tag verrichten. Die haben die Spiele, jedes einzelne Spiel für sich betrachtet, jedes einzelne Spiel für sich angenommen. Und nicht gesagt, wir müssen aus den und den Spielen, aus den ersten 10 Spielen so und so viele Punkte und am Ende das, sondern wir gehen von Spiel zu Spiel. Und das ist bisher der verdiente Ertrag, was schön ist. 16:1 Tore, ein Gegentor, was hätte nicht sein müssen. Und am Ende müssten eigentlich schon 30 Tore stehen, nach 4 Spielen. Und das ist eigentlich das... Was die Mannschaft dann Woche für Woche bisher liefert. Ja, unfassbar viele Torschüsse, hohes Tempo. Wir könnten noch höheres Tempo spielen. Das ist dann auch schon mehrmals jetzt diskutiert und besprochen worden. Das ist uns, wird uns nicht ermöglicht, weil zu viele Spielunterbrechungen stattfinden und zu langsam das Ganze ist. Da können Sie sich jetzt am Sonntag auch schon mal drauf einstellen. Wahrscheinlich wird es dann am schlimmsten sein. Langsam, langsam, langsam. Wenn wir es schaffen, das Spieltempo extrem lange hochzuhalten, wird diese Mannschaft in jedem Spiel sich durchschlagen können. Mit langsam, langsam, langsam meinen Sie quasi, dass der Gegner versucht, den Vorteil, den Cottbus hat, aus dem Spiel zu nehmen. Ich gebe ja nur das wieder, was offensichtlich ist. Ja. Es ist einfach so. Ja. Deswegen wollte ich ja beweisen, dass man das auch mal anders machen kann gegen VfB Stuttgart, also gegen Erstligist. Ja. Ich wollte, dass auch da schnell gespielt wird. Und ich wollte auch da nicht erfahren, weil das ist der Fußball. Deswegen gibt ein Sponsor Geld, deswegen geht ein Zuschauer ins Stadion, deswegen wird man Mitglied, deswegen ist dieses Fußball so reizvoll.
viele glauben, Fußball ist reizvoll, wenn ich das andere kaschiere. Was entwickle ich denn eigentlich damit? Was entwickle ich denn eigentlich damit? Brauchst du Sie oder Gegner? Nee, ja, im Fußball, was entwickle ich damit? Wenn ich das Tempo rausnehme, was entwickle ich damit? Habe ich die Aufgabe, Spieler zu entwickeln? Oder welche Aufgabe habe ich? So sehe ich das. Ja, ja. Weil der Gegner wird wahrscheinlich daran ja. seine einzige Chance sehen, ne? Ja. Irgendwie ein bisschen mitzuspielen. Ja, ich möchte das aber nicht. Ja. Ja. Und deswegen erschwert das die ganze Strategie immer. Herr Wollitz, Ihr Kontrahent bzw. Ihr Trainerkollege bedient sich in den letzten Jahren, zumindest war es so teilweise zu sehen, häufig bei Spielern, die entweder aus Aue, Zwickau oder Chemnitz gekommen sind, Le Beau, Zweitliga-Erfahrung, Stenzel, glaube ich, beim CFC noch voriges Jahr gespielt, prägen diese Spieler praktisch die Spielstärke von Meuselwitz oder sehen Sie eher einen kompakteren Gegner? Ja, das sind schon zwei sehr gute Spieler. Ne? Le Beau hat zweite Liga gespielt, Stenzel ist, glaube ich, Rekordspieler der dritten Liga mit 300 Spielen, der mehrere Positionen spielen kann. Zu Hause auf der rechten Seite im Dings interpretiert er das im Mittelfeld. Le Beau mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Organisationsfähigkeit. Sie haben einen sehr guten Torwart mit Braunsdorf. Haben mit Kral einen linken Verteidiger geholt, der auch sehr ordentlich ist, der in Bautzen Neugersdorf sehr gut gespielt hat. Haben mit Albert, der in Neugersdorf Stürmer gespielt hat, in den anderen Spiel rechter Verteidiger. Also wird da auch sehr viel innerhalb des Kaders rochiert. Und letztes Jahr hatten sie Dadaschow, der 11 Tore erzielt hat. Also für den Verein, der dann immer so jammert, machen sie das eigentlich richtig gut, ja, und überraschenderweise holen sie dann auch immer richtig gute Spieler. Also, dass da nichts vorhanden ist, sieht man ja an den Namen, kann ja dann eigentlich auch nicht so sein. Und so treten sie auch auf, ja, also extrem gut organisiert, ja, wissen schon ein Spiel zu lenken, wissen dann auch Möglichkeiten zu finden. Sie haben bei Viktoria Berlin unentschieden gespielt, ich meine, sie haben aus 4 Spielen 7 Punkte. Das ist ordentlich nach den Abgängen. Sie haben aber dann nur kurzfristig Kaiser verloren. Sehr guter Mittelfeldspieler, sehr guter Servicespieler, der bei Stuttgarter Kickers dritte Liga gespielt hat, der jetzt noch kurzfristig zu Viktoria Berlin gewechselt ist. Und trotzdem schaffen sie das immer, eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Da haben wir auch, wie vor jedem Gegner, haben wir Respekt und sehen das auch und beobachten das auch. Deswegen wundere ich mich ja immer, dass immer alle jammern und alle, die... Wenn Sie gucken den Kader und wenn Sie gucken, wer am Mittwochabend dann für Energie Cottbus gespielt hat, was das eigentlich für ein junger Kader ist und welche Unerfahrenheit, bis auf 3 Spieler oder auch 4, ist das eigentlich bemerkenswert, dass unsere Mannschaft dann im Moment mit 12 Punkten und 16:1 Toren und dann in ihrer Art, wie sie dann Fußball spielt, kann man das gar nicht genug anerkennen. Es geht vom Mittwoch, ist gerade schon ein bisschen angeklungen, mit den sehr vielen Nachwuchsspielern. Wie ist denn eigentlich die Regelung hier in dieser Regionalliga? Wie alt muss man sein, um spielen zu können? Wir hatten ja vorher, glaube ich, auch die... 17. Der 17. Geburtstag muss durch sein. Ja, da ist es so, dass der Geißler, Felix, aber in dieser Saison noch 17 wird. Niklas, Entschuldigung, ja. Niklas, und deswegen wurde da diese Genehmigung gestattet. Es gibt da keinen Unterschied zwischen dem Landespokal nein. und Regionalliga? Nein. Nein, er hat die Spielberechtigung, das ist ja die entscheidende Frage. Und letztes Jahr hat es die nicht gegeben, weil die in der letzten Saison nicht 17 geworden wären. Wenn sie in der letzten Saison schon 17 geworden wären, hätten sie dann auch die Spielgenehmigung bekommen. Also wurde es mir gesagt, ich hoffe, dass ich das jetzt so richtig rübergebracht habe. Fakt ist, dass sie auf der Spielberechtigungsliste sind. Ja. Also könnte jeder und da auch nochmal, ne? Niklas Geißler spielt nicht, weil er der jüngste Spieler der Geschichte. Niklas Geißler spielt, weil es ein Talent ist, eine Ballführung hat, die kein Spieler in Cottbus hat und noch kein Spieler gehabt hat, zumindest das, was ich beobachtet habe. Auch Bittencourt nicht. Das heißt aber nicht, dass er jetzt morgen es schafft und auch übermorgen. Aber er hat Voraussetzungen, die es hoffen lassen lässt, dass er es schaffen kann. Weil
Das hat heute, was ich aber hier schon vor einem Jahr gesagt habe, die Spieler werden immer jünger und die Spieler müssen eher an Seniorenfußball herangeführt werden und dann wirst du sehen, schaffen die oder schaffen die. Ein 22-Jähriger, für den wird es schon schwierig. Und heute ist ein großer Bericht, was ich vor einem Jahr gesagt habe, Christoph Kramer, Nationalspieler, Weltmeister, Sie können sich alle erinnern, der dann nach dem Spiel wusste, wo bin ich hier, obwohl er in Brasilien was Historisches erreicht hat, hat heute gesagt, 17-Jährige sind heute schon so wie früher 22, 23-Jährige. Das habe ich hier vor einem Jahr schon gesagt. Ich weiß, was im los ist. So, das heißt aber nicht, dass Niklas Gleiss dieses Jahr 30 Spiele für Energie Cottbus macht. Wenn das so kommen würde, weil das auch Sinn macht und sich es auch darstellen lässt, dann würde ich das machen. Aber ich versuche, ihn und Leon Schneider und auch andere Spieler heranzubringen. Ich sehe aber auch Defizite. Ich sehe sogar große Defizite. Ich kann aber über diese Defizite hier nicht öffentlich sprechen, weil dann sagen die, was will der? Und deswegen mache ich das nicht. Ich glaube, dass der ein oder andere Spieler nur so eine Chance hat, wenn er frühzeitig am Seniorenfußball herangeführt wird. Und damit möchte ich das Thema belassen, weil ich habe eine andere Sichtweise des Fußballs. Aber wenn Sie nochmal lesen, Sie den Bericht von Christoph Kramer, bestätigt er meine Überzeugung und meine Wahrnehmung, die ich schon seit Jahren im Fußball verfolge und beobachte. Niklas Geisler wird nicht in 6 Jahren Regionalligaspieler. Entweder schafft er es jetzt, in den nächsten Monaten und den Sprung nach oben, aber nicht in 5 Jahren. Das können Sie vergessen. Das können Sie vergessen. Und gucken Sie auch, gebe ich gerne noch zur Kenntnis, welche Spieler ausgebildet worden sind und ganz oben angekommen sind hier in Cottbus. Nix Petersen ist nicht in Cottbus ausgebildet worden, ist in Jena ausgebildet worden. Der einzige ist Leonardo Bittencourt. Philipp ist nicht in Cottbus ausgebildet worden, ist hier fortgesetzt worden. Aber die Ausbildung kam über Wolfsburg und er hat dann bis sehr. Das müssen wir ganz klar festhalten. Man darf nicht immer die Tatsachen hier verschieben. Und genauso ist Energie Cottbus nicht das Bayern München der Regionalliga. Was viele glauben. Immer schön den Ball flach halten, immer schön bodenständig bleiben und immer schön demütig und schön dankbar sein für die Situation, wie sie jetzt im Moment ist. Und dafür jeden Tag hart arbeiten, dass sie so bleibt. Ich würde, um da gleich nochmal eine Frage von Kollegen Zielonkowski anzuschließen, respektiere Ihren Wunsch nicht weiter, über den jungen Mann zu reden, hätte aber eine Frage dahingehend, ist es oder wie bei allem Respekt, dass Sie junge Talente heranführen, wie gefährlich oder ist es überhaupt gefährlich, einen 16-Jährigen, ich weiß noch nicht, was möglicherweise noch etwas, kann noch ein paar Schnitzel essen, das andere zu viel haben, gegen ausgewachsene Männer antreten zu lassen? Nee, ist nicht gefährlich, weil er... Ich habe nur Blankenfelde nicht gesehen, aber das war eine Männermannschaft. Definitiv nicht gefährlich. Entscheidend ist ja, am Ende muss ja die Qualität und die Möglichkeit bestehen, sich da durchzusetzen. Und die hat er alle Male, zumal er ja schon letzte Saison schon mittrainiert, frühzeitig mit Leon Schneider. Sie wissen, dass ich letztes Jahr im Oktober, November, wann haben wir in Nordhausen gespielt? Mich damit beschäftigt habe, Leon Schneider spielen zu lassen. Da war ja die Problematik, dass er 16 war und in der Saison noch nicht 17 wurde. Habe ich kein Problem. Das ist auch nicht unverantwortlich, sondern total verantwortungsvoll, weil sie sind talentiert. Verantwortungslos wäre, wenn ich das nicht erkennen würde und das nicht fördern würde. Das wäre verantwortungslos. Und würde mein Status als Trainer nicht gerecht. Und da ich als Trainer nach Talenten Ausschau halte und Entwicklungspotenzial sehe, finde ich sogar dazu verpflichtet, das zu machen, um den Jungs die Chance zu geben, vielleicht ganz oben anzukommen. Und das ist ganz klar, ist das verschoben im Alter. Zumal er zur Sportschule eher geht, viele Voraussetzungen hat. Und wenn umso früher, und ich glaube, so schneller kann er was Schnelligkeit, Zweikampfverhalten, Antizipation, Gedankenschnelligkeit. Es gibt ja viele Parameter der Schnelligkeit. Es ist ja nicht immer nur diese lineare Schnelligkeit, sondern Reaktionsschnelligkeit und was weiß ich nicht alles. Hat er alle Möglichkeiten.
wie auch viele andere Spieler, entscheidend wird am Ende sein, kriegst du das mental? Schaffst du das mental? Auf diesem Niveau konstant und dann noch auf ein höheren Niveau zu spielen, das ist manchmal auch eine rein mentale Sache. Und das gilt es auch zu unterstützen, und das macht ja der Verein. Haben wir ja auch professionelle Unterstützung, da wo das richtig gut ist, nur das ist auch ein Prozess. Und ich weiß auch, dann kommt die Problematik, ja, dann werden die weggeholt. Aber ich kann ja nicht dann sagen, ja, weil einer hier weggeholt wird, ist, kann ich ihn nicht fördern. Ich kann einen sagen, wenn er jetzt sagt, nächstes Jahr ist Schluss hier, dann muss ich das nicht unbedingt machen. Aber zum Beispiel Niklas Geisler, der hat einen Dreijahresvertrag. Er hat aus den Lehren der Fehler seines Bruders, er hat sehr genau hingeschaut, wie man vielleicht nicht machen sollte. Vielleicht. Wie verhält sich das denn mit dem Training? Sind die A-Jugendspieler noch? Wie oft sind die bei euch und wie oft sind die noch bei Komplett. Richter? Komplett. Komplett? Männer? Sie sind im Urlaub gegangen und haben seit zwei Wochen sind sie komplett dabei, weil sie die erste Phase des Trainings der U19 mitmachen sollten, um eine gewisse Anpassung zu haben, weil das Tempo dann einfach bei uns zu hoch gewesen wäre. Und seitdem diese Anpassung stattgefunden hat, sind sie komplett dabei. Bis jetzt auf heute werden sie das Abschlusstraining in der U19 machen, weil sie morgen in der U19 gegen Babelsberg ihr Meisterschaftsspiel austragen werden. Bei Niklas war es noch so, dass er in Vorbereitung halt Probleme hatte. Unter anderem zwei Weißerzähne sind gezogen worden und er hatte noch Probleme mit dem Sprunggelenk, wo er auch noch aussetzen musste. Und Leon Schneider konnte die ganze Vorbereitung machen. Wir haben noch Tom Landmann, da gab es aber auch Probleme, er hatte Rückenprobleme. Da ist es im Moment so, dass er auch Teile der Vorbereitung nicht machen kann. Er ist jetzt in der Anpassung der U19. Wenn die abgeschlossen ist, trainiert er auch regelmäßig. Ist auch mit der Schule abgesprochen. Natürlich, wenn jetzt am 4. glaube ich, ne, am 4. September beginnt die Schule, dann müssen wir natürlich ein bisschen auf die Zeiten Rücksicht nehmen, weil die natürlich dann in der 11. oder 12. Klasse natürlich auch ihr schulisches Dings machen müssen, um am Ende ein Abitur bekommen zu können. Aber das ist kein Problem, das ist sehr eingespielt und sehr gut organisiert im Korpus. Jetzt gilt es halt, sie stabil zu machen. Aber stabil geht auch nur dann, dass in einem ruhigen Umfeld und in einer Mannschaft mit Hierarchie. Und da gibt es halt Spieler, die in der ersten Mannschaft die Interesse haben, junge Spieler zu begleiten, weil das alleine wir auch dann nicht schaffen. Wichtig ist ja, was auch in der Kabine passiert. Und da ist speziell mit Stein, Meier, Kruse, aber auch Weidlich und so sind natürlich Spieler, die da sehr großes Interesse haben, den Jungs mitzunehmen und sie so zu begleiten, dass das sehr stabil und sehr gewissenhaft läuft. Also ich sehe da gut. Gestern am Mittwoch hat noch einer gesagt, das ist die Mannschaft, die 2020 hoffentlich in anderen Ligen spielt. Diese Möglichkeit gibt, wenn die Spieler sich zu entscheiden, sich nicht von ihren Beratern zurückmachen lassen, sondern sich hier entwickeln, kann das möglich sein. Zumindest bei den einen oder anderen ist Potenzial, wenn die Geduld da ist, was ich auch gestern gesagt habe, alle acht auf einmal ist unmöglich. Geht, da müssen wir aber die Erwartungen in anderen Dings schieben. Weil sie können nicht morgen dafür sorgen, dass Energie Cottbus am Ende der Saison Erster wird. Das versteht sich von selbst. Zumal die U19, dürfen wir nicht vergessen, letzte Saison sogar abgestiegen ist aus der Bundesliga. Und da ist mit Karpstein, Grundmann, Kamenz, Boacci aktuell vier Spieler im Kader, ja, die jede Woche unter den ersten 18 sind. Ich habe jetzt nach dem Spiel gegen Stuttgart, nach der ersten Enttäuschung, sowohl bei der Mannschaft als natürlich auch bei den Fans, hat man natürlich aber wirklich sehr viele lobende Worte, nicht nur hier in der Pressekonferenz gehört, dass der Auftritt insgesamt natürlich gut macht, dass die Art und Weise, wie die Mannschaft sich gestellt hat gegen den VfB Stuttgart, also ein großes Fund ist, mit dem man wuchern kann. Rechnen Sie aufgrund dieser Tatsache jetzt auch damit, dass es jetzt einen weiteren Zuschauerschub geben wird in der Regionalliga? Der Schnitt ist ja schon hervorragend, da gibt es ja keine Frage, aber das ist aufgrund dieses Spiels, was viele noch überzeugt hat, dass es noch mehr Zuschauer ins Stadion kommen? Also da eine Forderung zu stellen, wäre falsch.
Entscheidend ist, dass die Mannschaft diese Leistung, diese Interpretation des Wohlfühlens, der Identifikation weiter fortsetzt, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt. Da wünsche ich mir natürlich dann auch Unterstützung, aber jetzt einzusagen, du musst oder du sollst ins Stadion gehen, natürlich würden wir uns freuen über mehr Zuschauer, aber Sie haben selber gesagt, die Zuschauerzahl für die Größenordnung der Einwohnerzahl ist dies mehr als ordentlich und dann sind wir in der vierten Liga. Also sich da zu beklagen wäre falsch, aber trotzdem wünscht man sich das aufgrund der Leistung oder aufgrund der Resonanz. Ich kriege nach wie vor Anrufe und viele können das immer noch nicht glauben, dass eine Viertligamannschaft so Fußball gespielt hat. Das ist für viele in ihrer Wahrnehmung absolut geblieben und nach wie vor werden Fragen gestellt, wie das möglich ist. Ich sag nochmal, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du nicht hart dafür arbeitest und wenn du deine Genüsse nicht machst oder wenn du die machst, geht das nicht. Du musst dich voll auf Fußball konzentrieren, du musst danach leben, das hört viele Sachen zu. Du musst viel verzichten, das wollte ich eben sagen, du musst auf Genüsse verzichten, du musst auf viel verzichten. Dann ist sowas definitiv möglich und wäre auch wiederholbar. Und das stellt bei vielen Leuten stellt die Frage, wie konnte das sein? Weil viele haben natürlich, weil hinterher in der Verlängerung, war ja nur Cottbus. Und dann haben wir viel noch reingekriegt. Und weil es dann ab der 91. Minute war und dann in ihrer Art, wie das interpretiert worden ist, habe ich von vielen wirklich auch Experten, die ich auch schätze, Anrufe gekriegt, wie das zusammenhängt. Ja. Und damit hat sich der Fokus auf Cottbus ist gekommen, aber der macht aber auch gefährlich. Deswegen war es unfassbar wichtig, dass die Jungs letzte Woche sehr diszipliniert in einem nicklichen Spiel sich nicht provozieren lassen und gewinnen. Das war auch ganz klar der Tenor. Ich sage, Jungs, das eine ist super, das kann euch keiner mehr nehmen. Aber was passiert jetzt? Und jetzt werden sie gucken. Und wenn du weiter willst, dann musst du das jetzt bestätigen. Und das ist extrem schwierig. Und deswegen war es wichtig, in ihrer Art so aufzutreten. Deswegen habe ich auch die Mannschaft verändert. Auch mit dem Wissen und mit dem Risiko, dass ich dann am Ende wieder der Depp bin, musste ich das machen, um eine gewisse Spannung in der Mannschaft zu erzeugen und eine gewisse andere Art des Spiels, weil es eine andere Vorgehensweise war, in Auerbach zu spielen als gegen VfB Stuttgart. Und das hat die fantastisch gemacht und dafür habe ich ihr auch ein riesen Kompliment gemacht. Also ich lobe sie öfters, aber da habe ich eher ein spezielles Kompliment gemacht, weil es nicht selbstverständlich ist. Und es war auch nicht zu erwarten. Und da liegt halt immer diese Balance. Es wird viel erwartet, aber alles darf man nicht erwarten. Und wenn die Jungs auf jeden Fall, aber wenn sie das schaffen, so weiterzugehen, haben sich viele im Rampenlicht des deutschen Fußballs gespielt. Nicht für Bundesliga, aber es gibt noch was unter Bundesliga. Und das haben einige gezeigt, weil sie haben ein Tempo, zumal das ja auch belegt werden kann. Ja. Dieses Tempo, wie viele Sprints sie gemacht haben, welche Ausdauerfähigkeit sie haben, welche Spielintelligenz sie haben, welche Aufgaben sie einem Gegner stellen kann. Und deswegen wäre es gut, dass kurzfristig auch versucht wird, vielleicht diesen Kader über einen längeren Zeitraum zusammenzuhalten, unabhängig davon, was dann am Ende der Saison passiert. Weil das ist auch Kontinuität, das ist auch Nachhaltigkeit, das ist dann auch Anerkennung einer Arbeit gegenüber den Spielern. Und nicht nur die Anerkennung, wenn du ein Spiel gewinnst. Und das wird auch ein wichtiger Faktor sein, ob das, diese Botschaft auch möglich ist, dass man sich in Cottbus anders entwickeln kann. Dass nicht das eine Spiel das Entscheidende ist, sondern die kontinuierliche Entwicklung und die kontinuierliche Stabilität. Ich bin gespannt. Ich würde noch kurz eine Ergänzung zur ursprünglichen Frage geben. Also wir bewegen uns im Vorverkauf auf die 3.000 zu. Und da wir in der letzten Saison mit 3.900 beim Heimspiel gegen Meusewitz den sogenannten Negativrekord haben, wäre das ja eventuell auch schon ein Indiz dafür, dass der Zuschauerspruch eventuell höher ist, wenn wir recht scheuen, vielleicht das war an der 5.000 knacken können oder kratzen können. Herr Lehmann.
Sie haben schon gesagt, die Spieler haben nicht da ins Rampenlicht gespielt. Jetzt steht die letzte Woche der Transferperiode an. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass es noch eine verrückte Woche wird, dass auch noch ein Angebot für Strelimamba hier reinflattert oder was auch immer und dann Sie ein bisschen rotieren müssen oder ist da eher Ruhe? Nee, es gibt keinen Spieler, der bis zum ist das 30.8., 31.8. Transfer eine Ausschließklausel hat. Diesbezüglich ist der Verein im Moment auch nicht gezwungen, Spieler abzugeben. Das heißt nicht, dass er auf Rosen gebettet ist, das muss man unterscheiden. Aber Fakt ist, er ist nicht gezwungen. Ich glaube, im letzten Jahr wäre das anders gewesen. In dieser Periode. Da hat sich aber leider noch nicht der ein oder andere Spieler dann nur mit Unsummen. Wenn andere Unsummen fordern können und verlangen können, dann Unsummen, wo man dann sagt, aufgrund dieses unfassbares Angebot muss man das machen. Da das aber nicht reinflattern wird, weil die sagen, da oben, da die da, sie wissen schon, da an der Grenze, ne? Die verkaufen ja ihr Tafelsilber, es wird das nicht der Fall sein. Es sei denn nochmal eine Unsumme. Da reden wir aber nicht von 500.000. Da reden wir aber auch nicht von 1 Million. Wenn dieses Projekt jetzt fortgesetzt werden muss und auch soll und auch darf, dann müssen das Unsummen sein. Dann reden wir, wo hier spekuliert wird bei Philipp Bittencourt. Ich habe Ihnen das immer gesagt, wenn Mamba hier und jetzt, mache ich den zum Topspieler. Und wenn Mamba glaubt, er müsste jetzt, was bei uns nicht angekommen ist, um das auch mal klar zu sagen. Bisher ist hier nichts Konkretes. Ich habe zwar auch das ein oder andere gehört, aber konkret meint, er müsste das jetzt machen, wird er so auf der Strecke bleiben. Weil er darf Cottbus dankbar sein, dass er sich bis hierhin so weit entwickelt hat. Er muss Cottbus dankbar sein. Ich hoffe, dass es dieses noch gibt in diesem Geschäft Dankbarkeit. Was ich jetzt woanders höre und lese, wird das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Und deswegen sage ich ja mal, die Blöden da oben, diese Naiven. Aber die Naiven, die haben auch einen Plan. Also da meine ich uns mit. Wie man sieht. Darf ich die Frage von Jan Lehmann nochmal dahingehend ergänzen? Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass auf keinen Fall, es gibt keine Anfragen und so weiter, dass auch einer von den guten Leuten hier kurzfristig verschwindet. Im Gegenzug, 31.8. des nächsten Donnerstag, wird sich noch was tun im Kader? Ich frage die hier jede Woche, aber ich frage sie auch, wann das vorbei ist. Bis nächste Woche. Das hat jetzt einer gesagt, er wäre froh, wenn das bald irgendwann vorbei ist, ich nicht. Ja. Ich kann dann nur das Gleiche sagen, es wird nicht das Angebot, was wir suchen. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber es ist noch alles im Fluss sozusagen. Es ist nach wie vor unser Bestreben, noch jemand dazu zu nehmen, wenn möglich ein Stürmer, wenn möglich ein zentraler Stürmer. Das andere, finde ich, brauchen wir nicht. Aber auch nur dann mit der ganzen klaren Überzeugung im Verein, wenn eigentlich alles passt, müsste er uns weiterhelfen. Das andere macht keinen Sinn und lassen mich auch nicht treiben. Wenn es am Ende keiner ist, ist es keiner. Weil der Stürmer bisher uns nicht angeboten worden ist. Das muss man ganz klar in der Deutlichkeit und auch ehrlich sagen. Und das, was uns angeboten worden ist, ist eine Auffüllung des Kaders, wo ich am Ende von überzeugt bin, mir auch sicher, dass es nur Unruhe bringt, den Verein kein Stück weiter, sowieso nicht der Mannschaft. Weil letztendlich jeder Transfer muss auch das vorhandene Personal weiterbringen. Wir holen ja nicht Zimmer, dass der hier gut spielen soll, er muss auch das vorhandene Personal voranbringen, nochmal mitnehmen, nochmal eine andere Art des Spielverständnis geben. Wenn wir Startelf holen, sagen wir ja nicht, der soll nur Baude ein bisschen Druck machen, sondern der soll vielleicht an Baude vorbei, damit Baude auch wieder besser wird. Und eine andere Art ist, so, und so ist das eigentlich auch beim Stürmer, nur dann und auch nur dann, wenn es verantwortungsvoll gegenüber der Mannschaft ist, was das Finanzielle, was den finanziellen Rahmen betrifft, auch da keine Verrücktheit. Auch das ist eigentlich Nachhaltigkeit, auch das ist eigentlich Struktur. Und wenn man den meint, man müsste, dann bin ich nicht dabei, das sage ich auch ganz klar, dann bin ich nicht dabei. Entweder man geht diesen Weg jetzt weiter, kontinuierlich, versucht den Nachwuchs mitzunehmen, einzubauen. Ein paar Eckpfeiler, die hat der Verein, auch über den 36. hinaus, mit Marc Stein. Einen besseren Kapitän zu diesem, in diesem Moment für diesen Club gibt es nicht. In seiner Art, nicht nur wie er das im Spiel macht, wie er junge Spieler leitet und führt. Meier als Torwart. Und das muss man versuchen, langfristig unter Dach zu bringen.
mit Witteriti, mit Weichelig, mit Mamba, mit Zickert, mit Karpstein, dann hat diese Mannschaft, dieser Verein Zukunft, unabhängig wie das ausgeht, weil die Mannschaft nach wie vor nicht teuer ist. Das können sie sich auch hinter den Ohren stellen. Die Mannschaft ist nicht teuer. Für das, was sie spielt, ist sie billig. Sehr billig. Für das, was sie spielt und leistet und was sie schaffen kann in den nächsten Jahren, ist das nochmal ein Geschenk. Und dafür sollten wir dankbar sein und dafür sollten wir demütig bleiben und dafür sollten wir jeden Tag alles tun, um das aufrechtzuerhalten. Und das gilt es, den Menschen die Anerkennung zu geben, nicht dem Fußballer. Den Menschen. Erst den Menschen und dann dem Fußballer. Oft wurde immer, oh, der Fußballer, der funktioniert, der ist nett. Das ist ein falscher Weg. Das ist ein falscher Weg. Der komplett falsche Weg. Gib den Menschen die Anerkennung, gib ihm das Gefühl, dass er sehr wichtig ist hier für das, was wir hier vorhaben. Dann wird der Fußballer gute Leistung bringen und nicht umgekehrt. Erst dem Fußballer das geben und dann sagst du, entwickel dich mal als Mensch. Das ist völliger falsch. Und gerade das in diesen Zeiten, und das muss auch ein Projekt dieses Clubs werden. Ein Projekt, wo die Leute sagen, ich will da unbedingt hin, ich will dabei sein, ich will ein Teil sein. Und diese Voraussetzungen sind geschaffen worden. Und das kann man nicht durch sagen, ja, da freut sich einer da auf der Nordwand oder auf der Süd oder auf der Ost, weil er jetzt einen Spieler verpflichtet. Das bringt nichts. Es bringt nur das, wenn alle davon überzeugt sind und dieser Spieler diese Qualität, diese Substanz und dieses Projekt begleiten will, nicht nur sich. Dann war das wohl der Schlusswort. Nur noch ein paar über den Reha-Prozess bei Marcel Beule von Westplan-Wiesig. Ja, absolut. Auch Philipp Knechte ist auch schon im Teiltraining. Natürlich beide, aber Philipp Knechte, das wäre nochmal so ein Wunsch persönlich, was ich hätte, wenn das gelingen würde. Und er, weil es eine absolute Persönlichkeit ist, in jungen Jahren, ein fantastischer Typ. Aber zweite Kreuzbandriss wissen Sie selber. Aber wenn wir das hinkriegen als Verein, eher mit der Reha, wir alle so im Umfeld, im Näheren, im Weiteren, ist so ein großer Wunsch, genauso wie Jonas Zickert, der übrigens heute Geburtstag hat, mit dem ich heute Morgen schon telefoniert habe, die Leute daran zu führen, ja, wo ich glaube, dass das für diese Identität des Clubs tolle Typen sind. Und das zu schaffen, das so ein großer Wunsch und über sowas träume ich. Ja. Ich träume jetzt nicht, ob wir 3 Tore schießen oder 2, sowas träume ich, weil das bodenständige Jungs sind. Und das auch zu zeigen, dass das möglich ist, um andere Spieler davon zu überzeugen, hier zu bleiben. Mit diesem Club, mit diesen Menschen hier in dieser Region was aufzubauen. Ich glaube, das ist nochmal gesät worden. Das musst du natürlich immer weiter sehen und das musst du immer weiter sprengen mit Wasser und füttern auch. Glaube ich, kann eine große Ära für Cottbus beginnen. Da meine ich nicht Bundesliga. Ja. Das sollte man sich aber mehr als dritte Liga auch, das glaube ich ist gesehen. Aber das braucht unfassbar viel Arbeit, Strategie und ich hoffe Geduld und natürlich brauchst du auch die Unterstützung. Ja. Ja, was nach wie vor früher als Segen war, ist jetzt Fluch. Ne? Das wissen Sie auch mit dem Stadion nach wie vor. Ne? Das müssen wir mal sagen, weil das enorme Kosten sind. Ja. Enorme Kosten. Wenn man das in der Infrastruktur investieren könnte, gar nicht immer Mannschaft, aber wir müssen mit der Infrastruktur weitergehen. Weil die anderen Vereine gehen auch weiter. Du musst in diesen ganzen, warum ist die Mannschaft so fit? Weil wir mit einem Fitnesstrainer arbeiten. Das ist ja nicht nur mein Verdienst hier. Ja. Ich begleite das genauso wie der Fitnesstrainer. Aber das kostet ein bisschen. Aber du kannst nicht so ein Spiel raushauen und dich davon auch noch erholen und noch ein paar Tage später wieder. Das ist ja alles Arbeit. Aber das musst du auch bezahlen können. Und das meine ich mit Infrastruktur, auch im Nachwuchs. Vielleicht mal im Nachwuchs irgendwann Athletiktrainer. Um vielleicht die Spieler schon schneller heranzubringen mit der Sportschule. Alles Facetten, aber das ist im Moment nicht finanzierbar. Das muss man ganz klar sagen, weil, nochmal, was gut ist, Eigentum zu haben, aber die Kosten sind enorm. Ja. Die Kosten sind enorm. Und es wird immer vergessen, wenn man mal ein Spiel gewinnt. Nein, das darf man nicht vergessen. Gut, ich bedanke mich. Ich drücke Sie da am Sonntag. Also organisatorische Frage.